Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Schwermetallbox von Peders. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schwermetall von Peders. Der Name ist Programm, denn diese Kiste, diese Box ist aus Metall. Ist zwar nicht allzu schwer, aber die sieht echt gut aus und macht ihrem Namen alle Ehre. Also, wir sehen hier die Box in dieser Metalloptik und was besonders gelungen ist, dass es nicht nur eine Box ist aus Metall, sondern dass wir hier an der Oberfläche, man kann das sehen, auch Erhöhungen haben. Das bedeutet, hier diese Schweißnähte bzw. hier diese Nieten, die sind nicht nur aufgemalt, sondern die sind auch wirklich ausgestanzt. Bedeutet, wir haben diese hier wirklich gestanzt und auch der Name, der Schriftzug hier ist nach außen spürbar. Hier steht Distri Records, das Label. Dann hier Peders Schwermetall, nochmal Distri, Peders Schwermetall. Und die Rückseite verwaschen, schwarz-weiß-grau, so verkratzt. Und hier noch die Credits und ein Barcode. Alles klar. Also gefällt mir so rein von Optik richtig gut. Fühlt sich auch echt hochwertig an. Nicht nur wegen diesen Stanzungen, sondern generell, das ist stabil. Da hat man was Ordentliches in der Hand, nicht nur Pappe. Und jetzt schauen wir mal, was wir darin haben. Wir haben einmal ein T-Shirt. Das Album Schwermetall, eine Bonus-EP, Pott für immer Teil 2, einen Bierdeckel bzw. Getränkeuntersetzer, eine Autogrammkarte, unterschrieben, und einen Schlüssel, einen Schraubenschlüssel, schauen wir uns gleich noch an. So sieht das Ganze von innen aus. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Und auch das hier, der Name ist Programm Schwermetall. Wir sehen hier den Malocher Peders in Arbeitsmontur, in seiner Arbeitskleidung und einem, wenn ich es richtig erkenne, einen Presslufthammer auf dem Rücken. Peders. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Also, wir haben hier 16 Tracks. Wir haben Features von Raf Camora und Haudegen. Und dann haben wir noch einen Track, der gefeatured ist von Motrip, Silla, Joker, Raf Camora, Sinanchi, Yoshimitsu, Blut und Kasse und Sido. Meine Favoriten auf dem Album sind zwei Tracks, nämlich einmal der Track Nummer 8, Vakuum mit Raf, und der letzte Track, diese Riesen-Kollabo, der Prachtkerle Remix von Wie ein Mann. Also diese zwei Tracks sind mir speziell im Gedächtnis geblieben. Dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Wenn ich es dann rausbekommen sollte. So. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Aufnahme von Peders und hier die Tracks einzeln aufgelistet. Was haben wir hier? Okay, also so eine kleine Widmung bzw. eine Danksagung von Peders. Dann haben wir hier auch noch eine Danksagung. Also die erstreckt sich über beide Seiten. Und dann hier die restlichen Tracks aufgelistet inklusive der Credits. Und hier nochmal die Credits zum Album. Sehr schön, wenn auch ein wenig sparsam, aber ist in meinen Augen ausreichend für ein Booklet. Das Album, die Album-CD in Schwarz-Weiß-Optik, so sieht das Ganze aus. Und dann haben wir CD Nummer 2 auf der Rückseite in Weiß-Schwarz und hier sind die Instrumentals zu finden. Und hier noch die Hinterseite.
Gut, dann haben wir die Pod für immer 2 EP. So sieht das aus. Wir haben hier Peters, der anscheinend gerade bei einem Kiosk sich eine Portion Pommes Rot-Weiß geholt haben dürfte. Also direkt nach der Arbeit wahrscheinlich. Hier haben wir 5 Tracks. Dürften Solo-Tracks sein, also keine Features. Produziert von Rook. So sieht das Ganze aus. Pod für immer 2. In einer Papphülle. Dann haben wir die unterschriebene Autogrammkarte. Peters breit gebaut und hier mit schwarzem Edding unterschrieben. Rückseite Schwermetall. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir diesen Getränkeuntersetzer bzw. Bierdeckel. Peters, hier steht dringenden Liter Pils of X wie ein Mann. Und hier Schwermetall. Also, das ist so wie die gängigen Untersetzer aus den Restaurants, aus den Lokalen, ihr kennt das, aus Karton. Da kann man sein Bier drauf abstellen, damit das nicht immer so den Tisch nass macht oder voll tropft. Dann haben wir etwas ganz Spezielles, habe ich in einer Box so auch noch nie gesehen. Das ist ein Schraubenschlüssel. Bedeutet, dieser, ja, nachdem er hier abgebrochen ist, eignet er sich wohl hauptsächlich als Flaschenöffner, Getränkeöffner. Wir lesen hier Peters 3 Viertel. Auf dieser Seite dasselbe. Und dieser eignet sich natürlich dann, um entsprechend Getränke zu öffnen. Kann man sich an den Schlüssel hängen oder irgendwo zu Hause in die Schublade legen, je nachdem. Ist eine nette Sache auf jeden Fall. Und als letzten Bestandteil haben wir noch ein T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier einen Totenkopf mit der Peders Frisur. Hier unten lesen wir Schwermetall, Ruhr, Pott. Dann eben hier Hammer und Hacke bzw. Picke oder wie auch immer man das nennt. Aber für mich ist das eine Hacke zum Graben. Eine Spitzhacke. Dann lesen wir hier noch 2016 und den Schriftzug Peders. Das alles so in weiß bzw. hellgrau und gold gehalten. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es hier zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton. 100% Baumwolle. Und das Ganze ist Made in Honduras Größe L. Und hier noch die Pflege. Das rollt sich immer wieder ein. Die Pflege- und Waschhinweise. Ja. Made in Honduras. Schauen wir uns gleich nochmal an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier quer über die Brust diesen Schriftzug Peders 2016 und dann hier im Bauchbereich groß diesen Totenkopf inklusive Ruhrpott und Schwermetall Schriftzug. Ruhrpott, Schwermetall. Wie gesagt, alles in dieser hellgrau-Goldoptik. Und ich denke, das kann man durchaus anziehen, dieses T-Shirt. Also sieht echt, echt gut aus. Und wie immer fassen wir zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, Peders. Dann dieser Schraubenschlüssel bzw. Flaschenöffner. Die unterschriebene Autogrammkarte. Der Bierdeckel. Die Pod für immer 2 Bonus-EP und das Album Schwermetall inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box. Schwermetall von Peders. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Peders unterstützen möchtet, findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.